Heute ist Wahltag und auch hinter den Kulissen sind schon alle in Startposition. Hier in den langen Fluren des Citycubes gibt es viele Türen und eine ganz besondere, die der Internetredaktion des DGB. Und hier sitzt quasi das Online-Herz. Und wir schauen mal, wer da ist. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Martina. Grüß dich. Du machst dich jetzt auf den Weg? Ja. Heute großer Wahltag. Super spannend, super aufgeregt. Neuer Vorsitzender wird gewählt. Nimmst du uns mit? Ja, klar. Gut. Ihr neuer Vorsitzender und der eines Bundes von 8 Gewerkschaften, die mehr als 6 Millionen Mitglieder stark sind. Martina Paring ist ein echtes DGB-Gewächs, seit 24 Jahren aktiv. Eigentlich arbeitet sie als Personalreferentin, doch dieser Tage ist sie Kongressbloggerin. Martina, gleich geht es los mit der Wahl. Wie fühlt man sich da als langjährige DGB-Gewerkschaftsfrau? Na, aufgeregt. Also es ist einfach total spannend. Ich hoffe, dass der gesamte Vorstand ein richtig, richtig gutes Ergebnis kriegt, sodass sie auch einen Rückhalt haben in den Gewerkschaften für ihre Arbeit in den nächsten 4 Jahren, sodass wir so richtig loslegen können und was machen können. Das wünsche ich mir wirklich sehr. Loslegen darf jetzt erst einmal die Wahlkommission. Stimmzettel verteilen an die Delegierten, die haben es in der Hand, setzen ihr Kreuzchen ja oder nein. So einfach funktioniert Demokratie. In diesen Wahlurnen hier sind sie drin, die Stimmzettel zur Wahl des Vorsitzenden. Und die Wahlkommission begibt sich jetzt nach hinten, um diese Zettel auszuwerten. 3 Wahlgänge allein, um den neuen geschäftsführenden Bundesvorstand zu ermitteln. Hunderte Zettel auswerten jedes Mal. Die 11 Mitglieder der Wahlkommission haben ordentlich zu tun. Martina, würdest du sagen, dass das, was wir hier hinter uns sehen, an einem Tag wie heute, an dem Wahltag, das Allerheiligste ist? Ja, das ist das Allerheiligste. Das ist das Zentrum sozusagen, das, worum jetzt erstmal alles kreist. Du wirst in deinem Blog für den DGB auch darüber berichten. Und wie machst du das? Ja, ich werde halt sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die Stimmen auszählen, halt eine sehr wichtige Aufgabe haben und damit auch sehr verantwortungsvoll umgehen. Und dann endlich das erste Ergebnis. 365 Ja-Stimmen für den Kollegen Hoffmann. Das entspricht einem Wahlergebnis von 93,1%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke euch für das absolut tolle Ergebnis. Ich versuche, alles zu machen, um eure Erwartungen einzulösen. Herzlichen Dank. Ich nehme die Wahl an. Und vom alten zum neuen Vorsitzenden die Schlüssel zum Dienstwagen. Elke, 93%. Deine Reaktion. Super. Ein tolles Wahlergebnis, eine Riesenbestätigung. Und ich glaube, das ist ein Vertrauensvorschuss. Was auch sagt, wir haben große Erwartungen an dich, an euch als neues DGB-Team. Was ist ihm zu wünschen? Dass er viel Rückenwind kriegt, dass er mit dem Geschick, das er auch schon in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat, die Dinge in die Hand nimmt und die Gewerkschaftsbewegung mit uns zusammen voranbringt. Ja, wir wünschen uns, dass wir die ganzen industriepolitischen Fragen, die Deutschland bewegen und wo wir nach vorne kommen müssen, jetzt auch eine ganz gute Adresse haben in Rainer Hoffmann. Wir müssen uns um die Frage neue Ordnung am Arbeitsmarkt kümmern. Wir haben Rentenfragen zu debattieren und wir haben die Frage, was ist gute Arbeit in Deutschland und wie kriegen wir gute Arbeit in Deutschland organisiert. Das ist genau das richtige Signal, das wir in dieser Zeit brauchen. Ich hoffe, dass die anderen 3 Kandidaten ein ebenso tolles Wahlergebnis mitbringen werden, weil wir diesen starken DGB brauchen. Gerade wir als kleine Gewerkschaft sind ganz massiv auf einen starken Dachverband angewiesen. Und ja, alle 4 Mitglieder des GBV wurden mit deutlicher Mehrheit ins Amt gewählt. Wie geht es euch? Sehr gut. Bei dem Ergebnis können wir alle zufrieden sein. Wir werden ein starkes Team, ein gutes Quartett bilden. Zurück in der Online-Redaktion. Martina verarbeitet ihre jüngsten Wahleindrücke gleich in ihrem Blog. Und er hat auch erzählt, dass er ihm den Generalschlüssel gegeben hat. Fürs Büro. Fürs Haus. Ach, fürs Haus. Ja, ja. Und den langjährigen Chef gilt es gebührend zu verabschieden. Wie schön, wenn man einen Herzenswunsch erfüllen kann. Ich schaukel wirklich für mein Leben gern. Schaukeln kann unglaublich entspannen und man kann sich gleichzeitig dabei konzentrieren und so und das Leben genießen. So ist ein bisschen schwerelos und trotzdem sitzt man fest. Also von daher ist es eigentlich was wirklich Schönes. Eine Ära in Ehren und jede Menge Respekt. Das ist relativ emotional jetzt, absolut, oder? Absolut, absolut. Deine Gedanken zu diesem Tag, diesem Ereignis? Naja, es war unheimlich aufregend, es war total schön.
Es ist für mich was Neues. Ich werde für einen neuen Vorsitzenden arbeiten. Mein alter Chef geht, den ich sehr geschätzt habe, mit dem ich sehr gern gearbeitet habe und der auch ein toller Vorsitzender war. Aber ich glaube, auch der Neue wird das gut machen. Aber sowas muss man dann auch genießen. Das ist Familie, das ist einfach ganz viel Gefühl und das ist einfach schön. Und es war auf jeden Fall ein starker zweiter Kongresstag, oder? Auf jeden Fall. Wenn es so weitergeht, herrlich.